Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Hunde und Katzen, die Katzen-Lady Challenge. So, meine Lieben, wir sind hier fleißig am Sammeln, beziehungsweise wir wollen jetzt sammeln. Ich habe das ja schon im letzten Part alles eingestellt, dass wir hier sammeln gehen auf jeden Fall. Ich suche jetzt nochmal so ein bisschen die Gegend ab, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendetwas finden, das wir sammeln können. Oder könnten, denn es wäre doch ganz, ganz praktisch. Außerdem haben wir ja herausgefunden, dass wir hier die Möwen erschrecken können. Das möchte ich mir natürlich dann auch gleich noch angucken. Hier kann ich nichts machen bei diesen Fischhäufchen. Aber gut. Okay, das da hatte ich, glaube ich, schon angeklickt. Na gut, dann schauen wir jetzt erstmal weiter, ob wir noch irgendwas Tolles finden. Ich hoffe, wir finden noch was Tolles. Etwas, das wir schön verkaufen können. Je mehr wir verkaufen können, umso besser. So, direkt mal gucken. Ah, eine Schatzkarte. Können wir wieder verkaufen. Das ist natürlich nicht schlecht, weil die bringt eigentlich ganz gut Geld, oder? Ah, und nochmal zwei solcher Tuning-Teile gefunden. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja die 200 wieder zusammen. Das wäre natürlich recht schön. Hihi. Oder vielleicht finden wir auch noch was anderes hier im Sand. Eine Zeitkapsel haben wir gefunden. Okay, sie scheint leicht genervt von den Vögeln. Vogelhirn. Emma hat es den Vögeln so richtig gezeigt. Oh Mann, aber so richtig, Emma. Hast du aber wirklich mal gemacht. Oh Mann. Sind hier noch mehr? Nee, die sind weg. Nee, hier hinten. Da können wir auch mal Schwarm jagen. Ach, guck mal, und hier kann ich auch noch. Hier kann ich auch noch graben. Ist doch wunderbar. Da auch noch, oder nicht? Oh. Dann habe ich das hier gar nicht angeklickt. Dann werden wir da dann auch noch graben gehen gleich. Noch eine Kapsel gefunden. Nee, gar nicht wahr. Ein Kalkstein habe ich gefunden. So, und jetzt werden wir den Schwarm jagen. Was passiert jetzt? Alles klar. Gefiedertes Vergnügen. Bis jetzt hat Emma beim Vogelfangen noch nie gewonnen. Okay. So, das öffnen wir mal. Oder? Das gibt 70, ne? Sollten wir vielleicht doch nicht öffnen. Und das gibt 50. Ich glaube, wenn man die nicht öffnet, dann kriegt man mehr dafür, ne? So war das doch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen, dann werde ich die doch lieber so verkaufen. Also dann, wir verkaufen den Frosch. Den Kristall hier, die Karte, die Tuning-Teile, diese Kiste. Und das hier würde ich allerdings, glaube ich, extrahieren. 45, 50 hätte ich dafür kriegen können. Naja, gut, okay, jetzt haben wir 10 Simoleons weniger bekommen. Aber das ist nicht schlimm, immerhin reicht es. 400. 58, das reicht, um zwei Katzen zu adoptieren. Yay! Das freut mich natürlich sehr. Hier hinten, das sieht auch so hübsch aus, ne? Da können wir auch schon ernten wieder. Dann mache ich das doch mal eben. Hier kann ich auch wieder graben. Dann mache ich das doch auch noch eben. Und dann gehen wir hier wieder Tiere adoptieren. Mal eben gucken, was die Kleinen machen. Denen geht's gut. Adoptieren. Katzen adoptieren. Ja, wir wollen unglaublich viele Katzen haben. No. Oh Gott, wie süß. Habt ihr das gesehen? Ist das nicht knuffig? Oh Gott, ich liebe diese Katzen hier in die Sims 4. Die sind einfach so mega herrlich süß und knuddelig und man möchte sie den ganzen Tag kuscheln und knuddeln. Also wirklich.
So, Emma geht noch sammeln. Wir bleiben derweil hier bei den Kätzchen. Genau. Bei den kleinen süßen Kätzchen bleiben wir. Hihi. Ich liebe die Kätzchen. Ach, guck mal hier. Ratzekatzenminze beruhigt deine Katzen und macht sie schläfrig. Aha. Interessant. Und zwei Tuningteile. Was würde ich dafür kriegen? 21. Nee, dann brauche ich das nicht verkaufen. So, jetzt ab zum Computer. Wir brauchen eine neue Katze. Du siehst so lustig aus. Ich glaube, die schielt wirklich ein bisschen. Kann das sein? Die Fina. Oh Mann, oh Mann. Oh, könnt ihr euch nicht leiden? Doch, oder? Die können sich bestimmt noch leiden. So, jetzt gucken wir erstmal, was gibt es denn heute für neue Katzen? Oh, da sind ein paar dazugekommen. Weiblich. Majora. Eine Maine Coon ist das. Okay, die ist sterilisiert, sterilisiert, kastriert, sterilisiert, sterilisiert, kastriert, kastriert, kastriert. Ah, und Mickey. Mickey ist immer noch da. Balinese, erwachsen. Okay, diesmal nehme ich Mickey auch, auf jeden Fall, damit er nicht wieder umsonst hier hinkommt. Wir haben zu viele Weibchen, wobei. Oh Gott, guckt mal, wie süß. Oh mein Gott. Oh Gott, ist die süß. Oh, bist du hübsch. Und bist du süß. Nein, wie niedlich. Die nehme ich aber sowas von. Oh Gott, guckt euch an. Jetzt, wie, du willst jetzt essen. So, erstmal werden wir jetzt hier Mickey. Mickey werden wir adoptieren. Und dann werden wir natürlich hier noch die Kleine. Bleibst du wohl bitte hier? Dich werden wir auch noch adoptieren. Wie die gerade wegrennt. Ja, dich möchte ich adoptieren. Hallo? Ja gut, fangen wir mit der Kleinen an, die gerade wegrennt. Wahrscheinlich deswegen fangen wir mit ihr an. Yep, ich möchte sie adoptieren. So, Majora. Nee, so nennen wir sie natürlich nicht. Wir nennen sie. Ich glaube, wir bleiben bei M und nennen sie Malu. Malu Nachtigall. So. Oh, you have to Oh Gott, du make. bist so süß. Oh. So, und wo ist jetzt der Kater? Ach, da oben. So, adoptieren. Ja, dich werde ich auch adoptieren. Du bist dann hier der Hahn im Korb, ne? Wir haben so viele weibliche Katzen. So, und ihn nennen wir. Genau, ihn nennen wir jetzt Mr. Mau. Mr. Mau Nachtigall. Sehr schön. Finde ich gut. Na, Herzlichen Glückwunsch. So, perfekt. Da haben wir schon so viele Tiere. So, okay, du kannst wieder gehen. Tschüss. Bin wunschlos glücklich. Und sie rennt draußen rum, ja? Ja, das ist eine Streunerin anscheinend. Also keine Streunerin, das ist. Mensch, ich muss immer erst gucken, wo ich das sehen kann. Malu. Die ist gerissen, munter und reserviert. Alles klar. Und Mr. Mau. Ein Vielfraß, redselig und faul. Aha, okay. So. Newt!
Oh, hast du wieder Angst? Lilly wieder beruhigen. Könntest du da jetzt bitte mal gehen? Ich weiß ja, dass hier schön ist bei den ganzen Katzen, aber... ich bin gespannt, wie das hier wird mit den ganzen Katzen. Also es könnte eng werden, ne? Aber die Großen können ja dann hier oben hin. No, guck mal, ist er nicht hübsch? Du bist auch eine hübsche Katze, Kater. So süß. Oh Gott, die sind alle so süß, oder? Habe ich schon den Napf gefüllt? Nö, natürlich nicht. Du solltest mal einen Napf füllen hier. Das machen wir zuerst. Und dann nochmal hier das Katzenklo säubern. Und dann hoffe ich, dass meine kleine Malu irgendwann wieder nach Hause findet. Malu, lauf nicht weg. So, nochmal ein bisschen Futter. Los, komm, spiel mit mir. Spiel mit mir. Los, spiel mit mir. Och, ich hab keine Lust. Ich sagte, spiel mit mir. Och, ich... Nee, keine Lust. Ich glaube, die können sich noch nicht so wirklich riechen. Was hat sie denn? Was macht er jetzt hier? Ich habe Katzen. Die mögen dich nicht. Er faucht zurück. Alles klar. Was ist los mit euch? Wie sie hier rumtapselt. Oh Gott. Vampire werden anscheinend nicht von Katzen gemögt. Gemocht. Und sie steht immer noch doof hier rum, ne? Vielleicht hätte ich sie nach Hause schicken sollen oder so. Hm. Ach, die wird schon gehen irgendwann. So, da wir gerade schlafen, werde ich jetzt mal vorspulen. Weil unsere Emma ja gerade am Schlafen ist. Ach, guck mal. Er ist da drin gewesen. So, sie ist weg. Na, endlich. Und da kommt unsere... Ach, guck mal, die kommt auch da hoch. Ach Gott, die ist so niedlich, oder? Die ist echt niedlich und hübsch und süß und toll. So, und was machst du? Du passt auf, dass ja alles in Ordnung ist, ne? Ja, das dachte ich mir, dass du aufpasst. Das habe ich mir gedacht. Du bist ja auch der Mann im Haus jetzt hier, ne? Du musst aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Und da ist schon wieder jemand wach. Lilly ist wach. Ach ja, vielleicht können wir ja irgendwann die Bürgermeisterin Schnurhaar... was ist jetzt? Was ist mit meinem Kater los? Erstmal Simstagram. nee, das wollte ich nicht. So. Ach ja, apropos Fotos. Er hatte ja auch gesagt, ich soll mal von allen Katzen ein Bild machen, damit ich die aufhängen kann, sozusagen. Wäre ja auch ganz schön. Hä? Wo ist die Katze? Da ist die Katze. Kriegen wir aber nicht so gut drauf, ne? Passt schon. Das ist auf jeden Fall Lilly.
Von Lilly haben wir ein Foto. So, von Mr. Mau machen wir nachher noch ein richtiges Foto. Wo sind die anderen? Hier drin. Na, da werde ich wahrscheinlich kein gutes Foto hinkriegen. Wo ist denn Fina? Da ist Fina. Fina, warst du etwa draußen, Mensch? Instagram. Yay! So, die können wir ja auch aufhängen, glaube ich. Ja. Können wir ja direkt mal gucken, wo wir die hinhängen. Da haben wir Foto Nummer 1. Foto Nummer 2. Und Foto Nummer 3. So, und jetzt werde ich die mal noch alle richtig ordentlich hier hinhängen. Yay. Können wir die noch benennen, die Fotos? Name. Lilly. Das ist Lilly. Das ist Fina. Das ist echt eine coole Idee. Und diesmal können wir das halt auch von Anfang an machen. Und das hier ist Mr. Mau. Mr. Mau. So, fehlt nur noch unsere kleine Malu. Aber die liegt da noch und ist am Schlafen. Deswegen will ich die jetzt noch nicht fotografieren. Das mache ich dann gleich, wenn sie wach ist. Sobald sie wach ist, werde ich sie auch fotografieren. Aber wenn sie schläft, wäre das keine so gute Idee. Hey, und ich könnte ja hier die Bilder, die restlichen, die kann ich ja verkaufen. So, okay. Ach, guck mal, da ist sie wach. Moment, Simstagram. Schnell, 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 schnell. Ah, zu spät. Dreht sie sich im Kreis. Das Simstagram machen. Na also. Na also, das geht doch. Ein bisschen so. Oh, das ist ein schönes Bild. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Ja. Schön in die Kamera lächeln. Perfekt. Ein perfektes Foto. Das kommt natürlich auch an unsere Fotowand. Ja, muss ich dann gleich richtig hinhängen. So, Name Malu. Also ich nenne die Fotos halt immer so nach dem Tier, welches man halt auch da drauf sieht, ne? Ich denke, das ist am cleversten. Yay! Schaut euch das an. Unsere pixelige Fotowand. Schön. Schön, schön, schön. So, dann wollen wir uns jetzt mal hier noch weiter um unsere Kätzchen kümmern. Wir müssen die ja ein bisschen kennenlernen und so. Und streicheln und lieb haben. Noch mehr kennenlernen. Oh, ja, Tiffel. Und umarmen. Emma und Lilly sind soeben beste Freunde geworden. Yay! Liebe spüren plus 100. Lilly ist glücklich und wartet darauf, die Liebe von Emma zu spüren. Ah, das ist ja interessant. Also wenn ich beste Freunde bin, dann kriege ich da so Hinweise oder was Lilly möchte. Beziehungsweise was alle Katzen dann halt so möchten. Oh Gott, wie das hier die ganze Zeit am Miauen ist. Oh Gott, so süß. Ich kann mich gar nicht satt sehen an den Katzen hier, ey. Hey, Mr. Mau, was ist los? Ah, wie süß. Sie hat Herzchen gehabt.
Intellektuelle Diskussion wegen gerissener Katze. Aha. Gesicht lecken lassen. Oh ja. Ich glaube, der Fernseher muss echt weg. Lilly hat ständig Angst vor dem Fernseher. Müssen wir uns erst beruhigen, glaube ich. Oder so. Gesicht lecken lassen. Oh, Shabini. so niedlich. Oh, Piguna Oh, jetzt das Gesicht lecken lassen. Conchamizo. Okay. Moment. Umarmen und streicheln. So, was war das jetzt mit viel Fraß? So, verzeiht, meine Lieben, da hat gerade das Telefon geklingelt. Ich muss sowieso einen Cut machen, von daher sehen wir uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!